Heyo, es geht weiter mit Let's Play, The Last Story. Beim letzten Mal sind wir zusammen mit General Grölbubi, wie sie Renin so schön genannt hat, in die Festung der Guraks eingedrungen und irgendwie war hier keiner da, außer ein paar Zivilisten. Doch, am Ende wurde von Uran angegriffen. Von daher, vielleicht kommen jetzt doch noch Feinde, ein Hinterhalt, eine Falle und Zepharius ist bei uns. Zepharius, can I ask you something? What? Dagrin often said that knights are no more than tools of those in power. That they sell their integrity for status, becoming fools with no will of their own, slaves to their own loyalty. He would say something like that. Tharius, do you ever regret becoming a knight? A foolish question. Hmm? If I had doubts, I would have turned back long ago. I do only what I believe is right. Zael and the others quickly left, feeling as empty and ruined as the Gurak city itself. Questions bubbled in the minds of the people. Were the knights' actions justified? Was the assault itself? Why did the Gurak soldiers disappear? Why did they let their fortress be taken so easily? And yet, in the face of such a victory, these questions gave way to pride. And were forgotten. Count Argonon was beside himself with glee. He had a moving island fortress with a mighty cannon, and through his victory over the Gurak, he had obtained vast quantities of wealth. These factors only drove the Count's ambition to still greater heights. A fateful day had arrived. Thanks to your valiant efforts, we were able to swiftly and decisively conquer the Gurak stronghold. And this man, Zael, has contributed more than any other. As such, I intend to have Zael officially knighted as a proud defender of Lazarus. And to grant him the hand in marriage of my beloved niece, Callista. Do I hear any objections? Here's the Count Argonon, savior of our nation! A man who deserves to become the next emperor. We will remain loyal to you as long as we all shall live. Long live the Count! What's wrong, Zael? I just don't feel too good. You could try being a little happier. Your dream of becoming a knight, and your desire to marry Callista, they're both about to come true. Don't you feel anything, Dagrin? This meaningless conflict is only going to get worse. When have we ever complained about getting mixed up in meaningless conflicts? The only difference is that now, people will appreciate you for it. If you do well, then you can expect to be rewarded. What more do you want? Fine then. I get it. Just leave me alone. Thank you.
Ach, Zael, nicht mit Dagmann streiten. Das fehlt jetzt gerade noch. Aber ich kann Zael verstehen. Ich fühle mich auch nicht so wohl. Aber vielleicht passt Zael doch einfach nicht so in diese Welt der Adligen. Und, wo ist der Plot? Ich bin übrigens überrascht, dass wir so schnell aus dieser Ogerfestung draußen waren. Kurak-Festung, nicht Ogerfestung. Glücksfrösche, was kann sie damit nur meinen? Die Wassergängerin hat gerade erwähnt. Aha, ich weiß nicht, was sein soll. Ja, Glücksfrösche haben wir, glaube ich, auch schon gesammelt, oder? Haben wir dann schwimmen gelernt dadurch? Glaube schon. So, ich gucke einfach mal. Wir müssen gar nicht zu Horus, oder? Weil wir haben überhaupt nichts. Überhaupt keine Waffen bekommen beim letzten Mal, weil wir gar nicht gekämpft haben, außer gegen die beiden Oger. Dann gehen wir einfach mal in die Taverne. Gucken, ob unsere Leute dort sind. Ob sie ein bisschen am Feiern und am Trinken ist. Und ansonsten wahrscheinlich ins Schloss als nächstes. Mmm, if it isn't Sir Zael prancing about like he owns the place. Stop teasing me, Siren. Anyway, what are you gonna do now? Well, nothing's changed, really. I'm still part of the team. I don't think it's that simple, but never mind. Hey, ich bin immer noch Part vom Team. Schmeißt mich nicht raus, ich liebe euch. Wir sind eine super, duper, mega coole Gruppe. Zael, you gotta keep your chin up. If you're always staring at your shoes, you'll lose sight of what's important. What do you mean? Come on, Zael, be a man. You can't upset the lass you love and then do nothing about it. Stimmt, wo ist Callista eigentlich? It's funny to think you're only visiting. Don't you get lonely in that big castle? It's not like we'll be split apart forever. I'm sure you'll all move into the castle soon enough. Maybe. But let's be honest, it's just your power the Count wants, isn't it? I bet the rest of us will be getting the boot soon enough. I won't let that happen, Yurik. Then I look forward to moving in. Ich find's übrigens schön, dass Yurik inzwischen hier unten bei den anderen sitzt, anstatt alleine oben rum zu stehen. Oder ist das nur Zufall? Ich meine, manchmal stand er auch alleine da in der Ecke rum, aber jetzt ist er eigentlich schon so mittendrin im Geschehen. Oh, nice to see you. How's life in the castle? It can be a bit annoying, actually. I wish I was still staying here. People say that a lot. So, hey Dagran. Wo ist eigentlich Miranya? Miranya habe ich schon ewig nicht gesehen. Ist sie wieder in der Bibliothek? Wollten wir ja nicht auch noch irgendwas rumforschen? Da ist sie. Hi, Miranya. You appear to be troubled again. If I were to guess, I'd say you're wondering if you did the right thing. You've got me as always. Do you remember what I said to you before? That we all have our reasons for fighting. I remember. It was right here, the day we finished our first mission on this island. Did you determine what yours is, Zael? Well, I wonder if it isn't the same reason the Outsider granted you its power. I guess. By the way, I've spent quite some time researching the symbol on that medal. Oh. Did you find anything out? There's still plenty that's a mystery, but I did learn a bit. It was apparently used to seal off a place that relates to the Outsider's origins. If we go there, we might learn what the Outsider really is. Ja, dann gehen wir dahin. Zael! You're a knight now, aren't you? More or less. The Count said he'll definitely make me one. You must be so strong! When I grow up, will you teach me how to use a sword? I want to be like you. Of course. I promise. Yay! Okay, also ich bringe dir so Selbstverteidigungskampfkunst bei, ja, aber ob du ein Ritter werden solltest, weiß ich noch nicht so. Ritter sein ist nicht so toll. General Gröllbubi ist voll doof. Ich würde nicht unter dem arbeiten wollen. Nee.
You want to go back to the castle with that look on your face? Something wrong with that? You're a hero now. Don't do anything that'll make the people there think you're not worthy of the title. How long are you going to mope around? You're the man of the hour. Act like it. I know, I know. Maybe I should just go back. Okay, jetzt sagt uns das Spiel zumindest mal, wo wir hin sollen, zum Schloss. Das wäre jetzt auch mein nächster Anlaufspunkt gewesen, weil wohin sonst? Vielleicht können wir Callista noch treffen? Ich überlege gerade. Sollen wir noch einmal nach Mina gucken? Ein letzter Versuch. Ein letzter Versuch, ob Mina noch mal am Markt ist. Ansonsten war es eine sehr komische Quest und wir haben es vom Timing her irgendwie verhauen. Das kann auch sein. Beides möglich. So. Sie war am Anfang vom Markt, wenn sie da war. Und dann haben wir einmal ihre Katze gefüttert und das war's. Oh, hey. Siehst du manchmal da? Ich habe gehört, du wirst bald zum Ritter sein. Das ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier des Tages schenke ich dir das hier. Rechts an deine Sachen. Es ist bestimmt nicht so leicht als Ritter, aber du schaffst das schon, das weiß ich. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, danke. Ich wünsche dir viel Glück. Danke dir auch. Wir könnten wahrscheinlich noch unsere Kürbisse ernten. Aber wir haben 400.000 Gold. Wir brauchen gerade keine Kürbisse zum Verkaufen. Haben wir nicht nötig. Wir sind plötzlich reich. Was ist hier eigentlich alles? Ich weiß auch gar nicht, ob es dumm wäre, diese ganzen alten Gebiete nochmal zu machen. 5 von der Stärke her. Naja, wir gehen mal zum Schloss. Wir gehen mal zum Schloss und dann ins Schloss und dann gucken wir, was passiert. Ins Schloss, jawohl. Vielleicht kommen wieder nette Ritter, die uns abholen und zu unserem Zielort führen, weil ich so verpeilt bin in diesem Schloss. Zael had lost sight of his reason for fighting. He began to doubt even his own dream of becoming a knight, the very thing that had always kept him going. Struggling to face the realities that had crushed his will to go on, Zael found himself standing at the very spot where his battle by Callista's side had begun. This is what I wanted. I'm going to become a knight. Even Callista will be mine. It's everything I wanted. What's that? Who's singing? Jemand singt? Vielleicht unsere Verlobte? Bald Verlobte? Versprochene Verlobte? It's like a voice speaking straight into my heart. It sounds so warm, so familiar. I can hear it more clearly in this direction. Aus Richtung des Kronleuchters. Nein, hier hinten dran natürlich. If I just follow the sound of the singing. Hier? Nein. Reichtümer. I never wanted all this. Is this what I've been fighting for? Ah, seht ihr? Wir haben wirklich keine Kürbisse nötig. Wir haben Goldkisten in unserem Zimmer stehen. I can hear it more clearly in this direction. Ich will trotzdem mal hier reingucken.
Callista's not here. Oh, sie hat keine Goldkisten bekommen. Ha. Oh, sie hat immer noch das Vögelchen. Ja, wo... Oh. Is this when Callista was a kid? Ooh. Is this when Callista was a kid? Ah, sieht man ihre Mutter? Ja, okay, Zale. Wollt's nur aus der Nähe betrachten. Is this when Callista was a kid? Okay. Es geht nicht so ganz. Hatte sie dunkle Haare, die Mutter, oder hatte sie irgendwie so ein Tuch auf dem Kopf? Jedenfalls ein schönes Bild. Wahrscheinlich war da die Welt noch in Ordnung. Auf zur Brücke. Das kann schon schief gehen. Vor allem, aus was für einer Entfernung hat er sie bitte singen hören? Durchs halbe Schloss hindurch. Is it only me who can hear it? Nobody else seems to have noticed. Okay, wahrscheinlich hören wir sie wirklich in unserem Herzen. Ich muss übrigens gestehen, ich habe den Ton so leise. Dass es bei der Aufnahme nicht widerhallt vom Mikrofon her, dass ich es selbst kaum höre. Von daher, falls es gerade so ein Folge der Musik-Ding ist, wisst ihr jetzt, warum ich total falsch laufe. Weil ich es quasi gar nicht höre. Ich höre meinen Kühlschrank lauter als ihr Gesang. So, das war falsch. Vielleicht ist sie ja im Schlosshof. Schlosshof. Oder in der Halle unten? I can hear it more clearly in this direction. Schlosshof. Jetzt höre ich sie. It's coming from down below. It's underneath the castle. Coming from down below. It's underneath the castle. Ich schätze mal eher im Schlossgewölbe. Bin nicht sicher, ob ich hier hin möchte. Sounds like it's coming from up ahead. It's getting much louder now. I must be going the right way. If I remember, that cave should be up ahead. Scheinbar möchte ich hier hin. Callista! You can hear the song too? Yeah. So viel zu Callista singt. Callista hört es selber. Light's coming from inside. Seems the voice is coming from there too. What?
That's my castle you're kicking down. One more should do the trick. Sorry, wir machen dein Schloss mal kurz kaputt. Stay back, Callista. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an. Also dann. Ciao, ciao.